Moin und willkommen zu Sonnwillsüchtig, heute mal im Doppelpack. Ich glaube nicht, dass wir es lange aushalten werden, es ist wirklich super kalt. Und ja, mein Sohnemann hat mich begleitet, ich wohne ja gleich da drüben, also einen Katzensprung entfernt. Und ja, mal gucken, was kommt. Also wie gesagt, ich glaube zwar nicht, dass ich reinkomme in den Boden, es ist ja immer noch, ich glaube, minus 4 Grad hier und es hat die Tage durchgefroren. Aber wir schauen mal, vielleicht kommt was Feines, denn ich habe es nicht mehr ausgehalten zu Hause und ich musste jetzt raus, ich musste in die Erde und wir schauen mal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wer mich zum ersten Mal sieht, lasst einen Daumen hoch da oder drückt den Abo-Knopf für weitere Updates. Heute Abend geht es ja los mit dem Gewinnspiel 2030 und ja, wir schauen mal, was heute kommt. In diesem Sinne, nicht lange schnacken, wir legen los. Hin. Da ist er. Also ein ziemlich sprunghafter Ton. 48, 42, 50. Und noch drin. Das könnte vielleicht ein kleiner Knopf sein. Oder einfach nur ein Stück Schrott. Da ist was. Oho, wir haben eine Münze. Ah, sehr schön. Ui, 10. 10 Rentenpfennig oder Reichspfennig. Viele jammern jetzt wiederum nicht reiben, aber ich glaube, dem Alter entsprechend dürfen wir das. Schön. Wunderbar. Kriegen wir eine Zahl raus? Obwohl, die Zahl kriegen wir bestimmt raus. Die steht eigentlich hier, aber hier sieht man nicht so viel. Aber schön. Erste Münze. Und super erhalten. Sehr geil. Ach, da steht so. 1874. 1874. Ein schön klares 63er. Aber wir sind relativ nah an den Häusern. Also das heißt, die Chance, dass hier Müll liegt, ist relativ hoch. Es könnte auch ein kleines Münzchen sein. Und viele sagen, Leitwerte. Ich mag das halt. Zu schätzen, was da liegt. Und dann... So, draußen ist es. Irgendwo hier. Ah, sieht man. Ein Knöpfchen. Ein funktionsfähiger Knopf. Ziemlich mitgenommener. So ein Standardknopf. Ja, ein Standardknopf. Der Knopf, Müll und Münze, das sieht doch gut aus. Leider fehlt die Öse wieder, die eingegossen wurde. Aber ne, wir schauen mal, was noch kommt. Nicht unweit von unserem Fund gerade, der war da drüben. Ein 78er. Ich hoffe mal nicht auf eine Tube. Sonst muss ich wieder den Andi grüßen, den Sonnel-Andi. Den Eisenringmann. Aber. Oh, und die nächste Münze. Okay, da sind wir ein bisschen. Ach, zwei Reichspfennig. Würde ich jetzt mal sagen. Die sind schon ein bisschen älter. Die sind nämlich... Das wird ein guter Pfennig sein oder sowas. Ui, aber ganz schön verpegt und mitgenommen. Das werde ich wohl nicht mehr rausfinden. Die sind komplett hin. Aber schön, zweite Münze. So schlecht ist das heute gar nicht. Ein schöner 86er in dem Bereich, wo ich hier gerade bin, ist wieder Haus. Und ich tippe mal auf dem Aluminiumblech oder diese verzinkten Bleche. Silber wäre natürlich schön. Das ist doch schon. Was für ein Klopper.
So, nichts Besonderes. Deswegen sage ich ja, also in der Nähe von Häusern ist halt immer mit Müll zu rechnen. Was auch immer. Und weiter. Die Sonne kommt mal raus. Dann wird es gleich wieder wärmer. Das klingt gar nicht so schlecht hier. 70, 68. Könnte eine Münze sein, könnte eine Tube sein. Ihr wisst das. So ist das Spiel. So. Aber hier ist der Boden ein bisschen härter. Aber es wird wahrscheinlich daran liegen, weil hier der Bodendecker nicht so dicht ist. Gut, draußen haben wir es, 72er. Ich glaube, ich habe was Silbernes gesehen. Scheiße, das war nur so ein Faden. Aber da ist es trotzdem drin. Oh, das wäre es ja gewesen. Und die nächste Münze, ein Zinker, 5 Cent. 5 Pfennig. Gab's ja noch gar nicht. Schaut mal. Nee, sogar 10. Heute ist Tag der 10er. Ja, Pinpointer, ist ja gut. Komm her hier. Ist ja gut. Mir macht dich ja schon aus. So. Heute ist Tag der 10 Pfennigstücke. Das Blöde ist, dass die halt immer so schnell kaputt gehen. Vor allen Dingen, wenn man den jetzt mit Wasser sauber macht, ist er ganz hin. Ah, da sieht man noch den Geier mit dem Kreuz. Cool. Dritte Münze für heute. 47, 48er spricht also für Folienbereich. Ah, hier ist es doch. Ein dünnes Blech. Joa, so ist das. Ein schöner, klarer 68er, ziemlich nah am Haus. Wie gesagt, hier ist halt das Risiko extrem hoch, Müll zu finden, aber das eine schließt das andere nicht aus. Oh, cool. Das ist doch mal was Hübsches. Ein Griff. Von einer Truhe, natürlich von einer Schatztruhe, wovon sonst. Cool. Seht ihr? Es lohnt sich. Also wird nicht sonderlich alt sein und man erkennt es halt, wenn wir mal so gucken, man erkennt es halt hieran. Hier wurde es eingehängt und da hat sich so bewegt. Schön. Sehr schön. Oh, ist schon eine Zeit lang her, dass was an Signalen gut reinkam. 75, 80. Könnte doch wieder ein Münzchen sein. Das könnte, hätte. Das könnte nicht nur, es ist. Und wieder ein Zehner, sag mal. Ja. Jetzt erkennt man es nicht so schön. Ich glaube, ihr seht es nicht so gut. Ist aber auf jeden Fall wieder ein Zehner. So muss er. Schön, noch ein Zinker. Läuft doch heute. Klasse. 1941, das können wir sogar noch hier unten lesen. Schön. Und weiter geht die Suche. Mal. Obwohl hier ja eigentlich alles zu ist, findet man dennoch Scherben. Ich kenne mich ja absolut nicht mit Scherben aus, aber die wird mitgenommen. Aber ich glaube, die war glasiert. Naja, kommt trotzdem mit. Flo wird sowieso wieder lachen und sagen, hey, das ist ja hier von vor 30 Jahren, der und der Händler. Schauen wir mal. Da. Ein 80er. Also unsere Chancen stehen hoch auf Aluminium. Wie gesagt, in dieser Ecke liegt relativ viel Müll. Also wird es vorne irgendwo in der Spitze hier sein. Ah, da ist es doch schon. Ui, super.
Eine Dose. Na ja. Das Wichtigste ist ja, sich nicht über sowas aufzuregen, denn letztendlich machen wir die Umwelt sauber und das ist ja auch nicht schlecht, oder? 80% unserer Funde besteht aus sowas. 72, also nicht unbedingt der schlechteste Ton. Eine Tube fehlt uns heute noch. Der Wurm hat drauf aufgepasst. Das gibt's doch nicht, schon wieder eine Münze. Und schon wieder ein Zinker. Das ist doch nicht normal. Und so wie das aussieht, schon wieder ein Zehner. Ja, aber der ist leider schon ganz hinüber. So. Ein 78er, das wird ja wohl nicht schon wieder ein Zinker sein. Ich tendiere zur Tube oder zum Blech. Wenn es jetzt noch einer wäre, dann wäre das schon äußerst seltsam. Ich will was anderes finden. Okay, hier ist es drin. Ich will was anderes. Na wohl, wir nehmen lieber einen Zinker als noch mehr Schrott. Das ist Schrott. Schrott. So ein typischer 50-Pfennig-Ton. Das wird nichts Gutes sein. Obwohl, es könnte ein kleiner Knopf sein. Oder sowas. Es könnte. Und es ist hier drin. 47er Bereich. Gold wird es wohl nicht sein. Es wird wohl eher Folie sein. Oder wie gesagt, ein Knopf oder sowas in der Art. Na, wo bist du hin? Da ist es. Oh! Das ist ein Uhrenschlüssel, glaube ich. Ah, warte mal. So, das könnte ein kleiner Uhrenschlüssel sein. Ich bin mir relativ sicher. Also zumindest zum Aufziehen. Guckt mal. Ha. Cool, also ich gehe davon aus, dass da einer ist. Ich sag jetzt, das ist ein Uhrenschlüssel. Schöner 68er wäre also Knopf- oder Zinkerbereich oder halt natürlich Müll. Kommt schön rein. Ich bete, dass es keine Tube ist. Okay, raus haben wir es. 71. Ach, da ist er. Ein A7-Bronze-Knopf. Auch wieder ohne Öse. Aber naja, Nummer 2. Schwindet zum Schluss, wie ihr wisst, und eventuell ist das ja der Gefäßboden eines Goldtopfes. Kann natürlich auch ein Nachttopf gewesen sein. Auf jeden Fall schön. Also war wohl eine ganze Ecke größer. Und ja, einer der letzten wenigen Funde. Ich mache nämlich gleich Schluss. Ich ziehe jetzt noch meine Bahn und dann war es das für heute. Ja, wie ihr sehen könnt, das soll es gewesen sein. Das ist echt mega windig jetzt geworden und wir gucken mal. Vor allem, es ist so geil, wie blöd die alle an der Straße gucken, wenn man hier so steht. Und ja, war schön, dass ihr wieder dabei wart und ich hoffe, die Funde waren nicht allzu schlecht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Lasst einen Daumen hoch da oder abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Und ja, wie gesagt, schöne Woche, gut Fund, die raus können. Und ansonsten sehen wir uns die Tage. In diesem Sinne, allzeit gut Fund.